Natürlich hast du im Web schon oft nach Informationen gesucht. In den folgenden Lernfilmen möchte ich dir aber ein paar Tricks zeigen, wie du schneller wirst und vor allem auch, wie du bessere Suchergebnisse bekommst. Früher musste man zuerst die Suchmaschine aufrufen, bevor man nach Begriffen suchen konnte. Mittlerweile wird in dieser Adressleiste oder Omnibox, wie sie auch heißt, nicht mehr unterschieden zwischen Adressen und Suchbegriffen. Wenn ich jetzt zu schreiben beginne, so merkst du, wird automatisch schon erraten, was ich vielleicht wissen möchte. Auch wenn ich das Wort falsch schreibe, wird mir der richtige Suchbegriff, den ich vermutlich suche, schon angezeigt. In 0,78 Sekunden wurden mir 317 Millionen Ergebnisse angegeben. Das ist eine unglaubliche Informationsfülle und Google macht das natürlich nicht mit Leuten, die mir da diese Informationen zusammenstellen, sondern diese Suchergebnisse werden maschinell zusammengestellt. Das heißt, ausgeklügelte Programme durchforsten eine gigantische Datenbank nach diesen Begriffen, die ich da eingegeben habe. Oft sind die obersten Ergebnisse bezahlte Informationen. Es wird klein angezeigt, dass es sich hier um eine Anzeige handelt. In diesem Fall beginnt es jetzt gleich mit der Wikipedia-Seite. Diese wird meist sehr weit oben angezeigt, weil Wikipedia von vielen Leuten offenbar als wichtiges Informationsinstrument angesehen wird. Allerdings ist noch lange nicht gesagt, dass jetzt alle diese Webseiten, die da aufgelistet werden, auf der ersten Seite auch wirklich interessant und wichtig sind. Du siehst, hier könntest du noch eine zweite und eine dritte Seite aufrufen. Ja, wir könnten Jahre damit verbringen, all diese Seiten zu durchforsten. Braucht also ein paar Tricks, um herauszufinden, was jetzt da interessant ist und was nicht. Übrigens, in einem Fall wie Buenos Aires wird hier in der rechten Spalte eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen aufgelistet. Das kann manchmal schon recht hilfreich sein. Diese Informationen, die liegen ja nicht selber bei Google, sondern sind alles Webangebote, die Google einfach hier auflistet. Das heißt, wir müssen jetzt jede einzelne Seite nochmals überprüfen. Anstatt dass ich jetzt auf einen solchen Link tippe und dann enttäuscht wieder auf zurück tippe, mache ich das normalerweise, indem ich diese Seiten in neuen Tabs öffne. Am Mac machst du das mit der Command- oder Blumenkohl-Taste, auf dem Windows-PC mit Steuerung. Wenn ich hier jetzt also auf diese Suchtreffer tippe, so siehst du, werden mir diese Seiten in neuen Tabs geöffnet und ich kann nun bequem diese Seiten in aller Ruhe anschauen. Die könnte vielleicht noch interessant sein von Geo, hingegen hier, da werden mir Hotels vorgeschlagen, das ist jetzt für einen Vortrag weniger interessant. Und auf der vorderen Seite habe ich ja immer noch meine Google-Treffer und hier könnte ich noch weitere Seiten dazu nehmen.